Now, 300 years later, Remington's body is being extracted from the depths of his watery grave. Soon, this precious artifact will be on display in the Caribbean Naval Museum. My museum. Du bist die Kuratorin der bald eröffneten Ausstellung. Weise den Speditionsmitarbeitern an, die Kiste in den Ausstellungsraum zu bringen. Klicke auf den Speditionsmitarbeiter. Ja, das werde ich gleich machen. Offensichtlich bekommen wir erstmal ein Tutorial. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Nightmares from the Deep. The Cursed Heart. Eine Empfehlung meiner Schwester. Ich bin sehr gespannt. Ich selber kenne die Reihe nicht. Und wir schauen jetzt erstmal. Sure thing, Miss Black. I'll leave the crate at the end of the exhibition hall. Das ist nett von dir. Und wir sind offensichtlich Mrs. Black. Der Cursor wird zu einem paar Lippen, wenn du mit einem Charakter sprichst. Klicke auf... Was? Auf deine Tochter, um mit ihr zu sprechen. Ach so. Ja, ist gut. Hi, Mom. Hi. I just want to sneak a quick peek at this legendary pirate, and then I'll stay out of your hair. Come on, let's check out the crate that just arrived. Ah ja, das war also unsere Tochter. Alles klar. der Cursor wird zu einem Pfeil, wenn du in eine andere Richtung gehen kannst. Klicke auf den Ausstellungsraum, um weiterzugehen. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich könnte mich hier umgucken, aber ist auch in Ordnung. Wird zu einer Lupe, wenn du einen bestimmten Bereich näher betrachten kannst. Klicke auf die Kiste. Der Cursor wird zu ein paar Zahnrädern, wenn du mit einem Gegenstand interagieren kannst. Klicke in der richtigen Reihenfolge auf die Kiste, um auf den Boden der Kiste zu gelangen. Ja, okay. Das... klappt ja eigentlich schon mal ganz gut. Ja, das kann ich jetzt wahrscheinlich nehmen. Vielen Dank. Du kannst auch im Abenteuermodus auf die Hinweise zurückgreifen. Sie führen dich zur nächsten Aktion. Ja. Aha. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach erstmal rum. Piraten, was? Entermesser, okay. Der gefürchteste Pirat der Welt. Bald feierliche Eröffnung, ist das nicht schön? Nach Monaten der Vorbereitung wird die Piratenausstellung endlich morgen eröffnet. Okay, hier ist abgeschlossen. Der Keller ist verschlossen, damit die Besucher nicht hineingehen. Der Keller ist immer noch verschlossen wahrscheinlich. Nein, ich dachte, ich könnte mir die Leiter angucken, Mensch. Was ist das? Ohne Schlüsselkarte komme ich nicht in mein Büro hinein. Ja, und warum hast du keine? Das ist doch dein Büro. Nicht? Das ist genau dasselbe. Ausstellung. Flaschenschiff aus dem späteren 18. Jahrhundert. Anscheinend hatten auch Piraten Spaß an. Einen guten Rätsel. Ist das nicht schön? Nun gut. Anleitung, Hinweis. Was ist das? Alle Notizen sind in deinem Tagebuch im Bereich Ziele zusammengefasst. Blicke auf das Lesezeichen Ziele. Ah ja, okay. Lieferung entgegennehmen. Habe ich ja schon gemacht. Wenn du ein Ziel erreicht hast, wird es mit einem Haken versehen. Klicke, um fortzufahren. Das ist doch gar nicht mit einem Haken versehen. Habe ich die Lieferung noch gar nicht entgegengenommen? Habe ich da jetzt etwas falsch verstanden? Nein, ich wollte da bleiben. Ach. There, you're all set. Now, if you don't mind, I'll be on my way.
Das hat er sehr schön gemacht. Ziel abgeschlossen, ja, siehst du. Jetzt haben wir bestimmt auch ein Häkchen. Manchmal erhältst du einen nützlichen Gegenstand, wenn du mit einem Charakter sprichst. Klicke auf deine Tochter und dann auf den Gegenstand, den sie dir anbietet. The crate is nailed shut. Do you think we could pry the lid off? With so many tools lying around, I'm sure you can find a crowbar. I'll stay here and keep an eye on the crate. Oh, right. I still have the key card to your office. Here you go. And don't worry, this mummified corpse won't be going anywhere without me. Ah. Das ist ja der Übeltäter. Du dir hast eine wichtige Notiz gemacht. Ja, okay. Die dir bei deinem Abenteuer helfen wird. Klicke auf dein Tagbuch, um den Eintrag zu lesen. Okay, die Kiste. Endlich ist der Zusteller mit dem wichtigen Exponat angekommen. Ich muss nach einem Brecheisen suchen und die Kiste öffnen, um den Zustand des Exponats zu überprüfen. Es soll die Hauptattraktion der neuen Ausstellung über Piraten werden, die in meinem Museum stattfindet. Okay, sehr schön. Ich habe eigentlich gedacht, wir machen das hier mit. Nicht? Ah, offensichtlich nicht. Was haben wir hier denn noch? Authentische Piratenwaffen, die gerade rechtzeitig für die Ausstellung geliefert wurden. Meine Herren, warum ist denn das hier so laut? Ausstellung. Captain Henry Remington, der wohl gefürchteste Pirat der Karibik. Ha! Du hast Gegenstände in der Szene verwenden, um Rätsel zu lösen. Klicke auf das Messer und dann auf das Klebeband. Ja. Und die Tutorials eigentlich ausschalten. Weiß es nicht. Obwohl, vielleicht ist das gerade. Also, es ist gerade so in Ordnung, ist schon okay. An die Kuratorin des Museums. Bei dieser Steinschlosspistole handelt es sich um ein seltsames Exemplar, das vermutlich für den berüchtigten Captain Henry Remington maßgefertigt wurde. Wir haben die Pistole in der Nähe von Remingtons Grab gefunden. Obwohl sie vom Sand bedeckt und Salz verkrustet war, schien die Pistole dennoch im Wasser zu leuchten. Seltsam. Das Taucherteam. Ja, okay. Was fange ich damit jetzt an? Diese massive Kiste aus Kiefernholz ist vernagelt. Ich brauche auf jeden Fall ein Werkzeug, um sie zu öffnen. Ja, warte mal. Aber geht das denn gar nicht? Nein. Es geht nicht. Kann ich bitte noch mal cutten? We need a crowbar to open this crate, but I don't know where to find one. Ja, ich auch nicht. Ich gehe jetzt erstmal in mein Büro. Ja, ich weiß. Das kriege ich jetzt auch noch hin. Okay. Wunderhübsch. Ah, und dann müssen wir uns hier einmal umgucken. Im Notfall Scheibe einschlagen. Ja. Es ist immer gut zu wissen, wo sich die Notfallausrüstung befindet. Ja, auf jeden Fall. Soll ich die jetzt schon einschlagen? Ich glaube eher nicht, ne? So, hier ist auch noch was drin. Eine verzierte Schmuckschatulle. Es sieht so aus, als bräuchte man für dieses vergoldete Schloss einen besonderen Schlüssel. Und hier haben wir noch so einen kleinen Brief. Liebe Sarah, meine Nachforschungen haben ergeben, dass diese kleine Schatztruhe Captain Remington gehörte. Leider konnte ich sie nicht aufsperren und ich konnte den Gedanken nicht ertragen, sie aufzubrechen, auch wenn der Inhalt sicherlich wertvoll ist. Vielleicht findest du das Geheimnis um sein Schloss heraus. Liebe Grüße, Stan. Okay. Ja, schauen wir mal, ne? Jetzt gerade habe ich da noch nicht wirklich was für. Also glaube ich zumindest. Meine süße Tochter. Kinder werden so schnell groß. Ja, das ist wahr. Ist ja niedlich. Das ist ja süß. Guck mal, was wir da haben. Neues Ziel, neuer Safe. Okay, sehr schön. Sagst du da was zu?
Ich kenne den neuen Code noch nicht. Der Sicherheitsbeauftragte wollte mir eine Notiz hinterlassen. Ah, die müssen wir bestimmt erstmal finden. Und das hier sieht doch gut aus. Bob hat mir den Code für den neuen Safe im Büro hinterlassen. Habe ich den jetzt irgendwo? Ach, hier haben wir erstmal was zu lesen. Captain Henry Remington terrorisierte die Karibik während des frühen 18. Jahrhunderts. Der Ruf seiner Skrupellosigkeit verbreitete sich rasch. Nach einer Reihe an Überfällen auf Handelsschiffe endete aber nur wenige Jahre später, nachdem er auf mysteriöse Weise verschwand. Remingtons Leiche wurde nie gefunden. Schiffsfahrthistoriker machten sich zum Ziel, diesen faszinierenden Mythos auf den Grund zu gehen, und zu diesem Zweck suchten viele Expeditionen nach seinen sterblichen Überresten. Remingtons Leben war sehr aufregend und kurz. Ja, das ist wohl wahr. Ach, ist das hier auch so, dass man noch an Gegenstände ran kann, wenn... Okay. Also an Texte zumindest. Oder habe ich hier etwas übersehen? Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe. Da ist ein Schlüssel. Das ist der Kellerschlüssel. Ha! Der Kellerschlüssel. Hat nicht wirklich Sinn. Aber wenn es geht, warum nicht nutzen? Ja, dem Papierkram kann man leider nicht entkommen. Nee, das ist wahr. Nee, das Lied möchte ich nicht haben. Liebe Sarah, ich habe deinen neuen Safe installieren lassen. Und wie du darum gebeten hast, das Piratenartefakt hineingelegt. Ich habe dir den neuen Safe-Code aufgeschrieben und auf dem Schreibtisch hinterlassen. Bob, Sicherheitsbeauftragter der Tagesschicht. Was ist denn das für Mucke hier? Ach, okay, das klebt sie mir gleich so ran. Ja, das ist hübsch. Wenn du in einem Rätsel nicht weiterkommst, kannst du auf Überspringen klicken. Du musst allerdings warten, bis die Schaltfläche... Ja, okay, das weiß ich ja. Das lassen wir mal. Ich finde eigentlich, ich hoffe... Verschlossen. Ich muss den richtigen Code eingeben, ja. Muss mir eben gucken, wie ich das hier mache. So, 4. Dann links die 9. Rechts 6. Okay, sehr schön. Abgeschlossen. Liebe Sarah, diese Halskette gehört einer alten Familie aus der Karibik. Angeblich hatte einer der Vorfahren etwas mit Captain Remington zu tun. Daher schicke ich sie dir. Solltest du den fehlenden Edelstein finden, wird sie dein Ausstellungsstück sicherlich bereichern. Na, der ist ja knuffig. Wie soll sie den denn so einfach finden? Was habe ich da jetzt? Achso. Habe ich nicht. Okay. Ja gut, dann... müssen wir dazu noch etwas finden. Und dann glaube ich, war es das vorerst. Und wir beschäftigen uns mit der Kellertür. Vielleicht finden wir hier ja noch was. Zufälligerweise so den Kristall. Oh Gott. Danke. Gott sei Dank. Achso, okay. Einladung zur Ausstellung. Die Ausstellung wird morgen eröffnet und es gibt noch viel zu tun. Jeden Fall. Kunstgegenstände von Wechselausstellungen werden oft hier unten aufbewahrt. Okay, nee, ich will mich erstmal hier umgucken. Juhu, ein Brecheisen. Ist das nicht schön? Okay, dann gucken wir uns mal weiter um. Da sagt sie jetzt aber auch nichts Besonderes zu. Okay, anscheinend hat der Wartungsservice vergessen, Sicherungen nachzufüllen. Keine Sorge, alles in bester Ordnung. Ich,
habe das doofe Gefühl, dass sich das ändern wird. So, wir haben hier das Brecheisen und werden jetzt erstmal diese Kiste öffnen. Achso. Oh Gott. Remingtons Exponat, ja, dankeschön. Habe ich mich verjagt. Liebe Sarah, gemäß beigefügter Kopie trug Captain Remington spezielle Accessoires. Diese sind nicht in der Kiste. Statte Captain Remingtons vor der Eröffnung der Ausstellung mit den Gegenständen aus. Ach so, aber eine Sache fehlt uns noch. Das ist bestimmt diese Kette im Safe, ne? Professor Holmes, PS, ich hoffe, du hast das andere Paket von mir auch erhalten. Behalte sie in deinem Büro, bis du herausgefunden hast, wie man sie öffnet. Ah ja. Ja, okay, der Leichnam von Remington ist seltsam gut erhalten. Er ist schon fast bereit für seinen öffentlichen Auftritt. Da ist etwas drin. Ne? Ach, okay. Ja, das ist ja lecker. That's strange. Will ich das? The flashes of lightning are really playing a trick on my eyes. Na gut. Dann werden wir uns erstmal mit der Kette hier beschäftigen. Unbelievable. The jewel casing claimed the gem as its own. Die Kette hat nichts hiermit zu tun, oder? Nee. Ich kann auch nicht wirklich gut erkennen, was da drauf ist. Okay, dann ja, setze ich ihm erstmal die Kette ein. Oder hänge sie ihm um. Ich wusste es. Ja, sehr schön. Durchgebrannte Sicherung. Dann dürfen wir uns wahrscheinlich auf die Suche nach neuen Sicherungen machen. Mom, you know I'm scared of the dark. Could you check the fuse box? Ja, werden wir machen. Ein Stromausfall. Anscheinend ist der Strom weiter auf das Festland gezogen. Ganz wie unser Captain Remington hier. Ah ja. Humor hat sie immer noch. Das ist schön. Das ist wichtig. Ja gut. Dann, oh, jetzt blitzt es auch noch. Okay, sehr schön. Ich werde den Part hier jetzt aber erstmal beenden und dann werden wir selbstverständlich im nächsten Part in den Keller gehen. Es leuchtet da schon so schön. Ist das nicht toll? Okay. Dann danke ich fürs Zusehen. Tschüssi.